Hi, ich bin Felix und in dem Video werde ich dir zeigen, was ist eigentlich ein Keynote Speaker und warum brauche ich unbedingt einen Keynote Speaker? Wie oft hört man in letzter Zeit den Begriff Keynote Speaker? Also wenn wir uns den Begriff mal ganz simpel anschauen, dann besteht er aus Keynote und Speaker. Also jemand, der etwas auf eine besondere Art und Weise erzählt, wiedergibt oder mit dem Publikum in Interaktion tritt. Keynote bedeutet ja letztendlich nichts anderes als eine Schlüsselnote. Also eine Schlüsselnote, etwas Besonderes, der eine Schlüssel, der hoffentlich das Schloss zum Publikum aufschließt. Das finde ich als Erklärung eigentlich schon mal eine ganz sinnvolle Sache. Aber jetzt könnte man ja ganz simpel sagen, okay, warum brauche ich mittlerweile für alles englische Ausdrucke und funktioniert nicht der Ausdruck Redner, Sprecher, Vortragsredner, Experte genauso? Wenn man sich klassische Veranstaltungen anschaut, dann hat man auf der einen Seite klassische Redner. Redner sind meistens diejenigen, die tief in ein Thema einsteigen, die häufig auch etwas längere Vorträge halten, ja? Die dem Publikum also Infos zu einem ganz besonderen Thema geben. Währenddessen ein Keynote-Speaker häufig bei seinen Vorträgen etwas kürzer und etwas weniger redet. Eine klassische Keynote dauert häufig in der Regel zwischen 25 und 40 Minuten und es geht wirklich darum, Schlüsselelemente zu setzen, Impulse zu geben. Das heißt, ein Impulsvortrag, das ist häufig das, was ein Keynote-Speaker macht. Währenddessen ein klassischer Redner häufig über 45, auch 60 Minuten oder sogar noch länger vor allem Inhalte transportiert und tiefer in das Thema einsteigt. Ein Keynote-Speaker hingegen hat vor allem die Aufgabe, das Publikum zu begeistern, mit dem Publikum in Interaktion zu treten, dem Publikum das Gefühl zu geben, wirklich Teil der ganzen Geschichte zu sein. Dazu nutzt ein Keynote-Speaker in erster Linie vor allem auch Storytelling. Es kommt auch darauf an, wie das Publikum auf unterschiedliche Dinge reagiert. Das heißt, ein Keynote-Speaker ist häufig auch ein Stück weit flexibler, was die Themen und Vortragsgestaltung angeht. Wenn ich zum Beispiel Vorträge halte und ich merke, das ist gerade ein Publikum, was sich besonders für eins dieser Themen interessiert, dann versuche ich noch während meines Vortrags innerhalb dieses Themas noch mehr Input zu geben und sozusagen noch flexibler auch darauf zu reagieren. Wirklich einen Impuls zu setzen. Das heißt, ein Keynote-Speaker ist auch ganz häufig jemand, der am Anfang oder am Ende einer Veranstaltung auftritt, um am Anfang das Publikum zum Beispiel aufzuwecken, zu motivieren, auch ein Stück weit zu unterhalten. Oder am Ende vielleicht etwa in eine Gala einzuführen, ins Abendessen zu überführen. Ja? Aber natürlich kann ich auch einen Keynote-Speaker während einer Veranstaltung einsetzen, also mittendrin, um die Veranstaltung vielleicht ein wenig aufzulockern, um vielleicht auch nochmal andere Akzente zu setzen. Das kann auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit sein, als Keynote-Speaker die Veranstaltung nochmal aufzuwerten, nämlich das Publikum wirklich mitzunehmen, dem Publikum auch nochmal eine andere Sichtweise zu verdeutlichen, als die, die das Publikum vielleicht bis dahin von den klassischen Rednern kannte. Natürlich sind die Grenzen zwischen einem Redner und einem Keynote-Speaker ganz häufig auch schwimmend. Ja, also es gibt auch Sachen, wo man sagen muss, okay, war das jetzt eher eine Rede oder war das eher eine Keynote? Ja, weil es natürlich viele Dinge gibt, auch ein Redner sollte ja darauf achten, das Publikum ein wenig mitzunehmen. Auch ein Redner sollte darauf achten, zwar tief in ein Thema einzusteigen, aber das Publikum dabei nicht zu verlieren. Aber dennoch ist gerade dieser Begriff eines Impulses sehr, sehr wichtig. Deswegen gibt es eigentlich fast keine Veranstaltung, wo man sagen sollte, dass es nicht auch sinnvoll ist, einen Keynote-Speaker eben einzusetzen, der das Publikum mitnimmt, mit dem Publikum interagiert und eben genau diese Impulse setzt. Deswegen ist es häufig so sinnvoll, trotz dieses Anglizismus, eben einen Keynote-Speaker auf einer Veranstaltung zu haben. Und ich hoffe, dass du genau verstanden hast, worauf es jetzt bei einer erfolgreichen Keynote wirklich ankommt. Wenn du selber Keynote-Speaker werden willst oder Redner werden willst, dann schau dir doch mal mein Video zu dem Bereich Redner werden an oder werf mal einen Blick auf meine Webseite. Wenn du Veranstalter bist oder ein Event oder etwas anderes planst, dann schau dir mal meine Keynote-Speaker-Seite an und wirf mal einen Blick darauf, welche Themen ich habe. Was mich mal von dir interessieren würde, ist, welche Reden, welche Keynotes hast du denn mal gesehen, die dich beeindruckt haben, die du interessant fandst, wo du wirklich was mitgenommen hast? Und schreib mir das mal in die Kommentare. Ich freue mich natürlich genauso über ein Like für dieses kleine Video oder wenn du sogar meinen Kanal abonnierst.